Hallo liebe Hungrige, auch heute wollen wir wieder Hector bei seiner Suche nach dem Glück ein kleines Stück weit begleiten. Und deshalb, und natürlich weil es schmeckt, gibt es heute bei uns Süßkartoffeleintopf. Das Gericht hat der Hector bereits in Afrika kennengelernt und sogar in seine Liste, die ein Sammelsurium an Glücksfaktoren darstellt, aufgenommen. Er nimmt das Rezept jetzt also als glücksbringend empfunden mit nach Amerika und deswegen bereiten wir heute auch einen amerikanischen Süßkartoffeleintopf zu. Doch bevor wir loslegen, wollen wir noch einen kurzen Abstecher zur Reise von Hector machen. Wir sollten uns nicht so sehr mit der vielbeschworenen Suche nach dem Glück beschäftigen, sondern eher mit dem Glück beim Suchen. Um diesen Eintopf zubereiten zu können, brauchen wir eine Zwiebel, Süßkartoffeln, Porree, Mettwurst, Pfeffer und Salz, etwas Zimt, Öl und Hühnerbrühe. Wir beginnen mit den Vorbereitungsarbeiten und würfeln die geschälten und abgespülten Süßkartoffeln grob. Dann schneiden wir den gesäuberten Porree in schmale Ringe und die geschälte Zwiebel würfeln wir fein. Nur noch die Mettwurst in grobe Stücke schneiden und damit sind unsere Vorbereitungsarbeiten erledigt. Wir geben nun in einen großen Topf das Öl, erhitzen es, schütten das vorbereitete Gemüse hinein, rühren alles mal durch und dünsten alles für ca. 3 Minuten an. Danach fügen wir die Mettwurst mit hinzu, gießen die Hühnerbrühe mit hinein, rühren alles durch und kochen es dann bei kleiner Flamme für ca. 15 bis 20 Minuten, so lange bis die Süßkartoffeln weich sind und verschließen dabei den Topf mit einem Deckel. Danach schmecken wir kräftig ab mit Pfeffer, Salz und auch einer Prise Zimt. Nochmals durchrühren, für einen kleinen Moment köcheln lassen und dann nehmen wir den nun fertigen Eintopf vom Herd. Wie ihr sehen konntet, ist die Zubereitung des Gerichts denkbar einfach. Alleine das sorgt ja schon für gute Laune. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kochen und dann recht guten Appetit. Doch nicht nur die einfache Zubereitung, auch der leckere Geschmack hat mich überzeugt. Ich kann also in etwa nachempfinden, warum Hector gerade dieses Gericht als glücklich machend bewertet. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ach ja, weil wir gerade dabei sind. Mit Wissen und ein wenig Glück könnt ihr diese schönen Sachen hier gewinnen. Freikarten zum Film, das Buch und das Hörbuch und dazu passend auch das tolle Kochbuch Soul Food. Was müsst ihr dafür tun? Folgende Frage beantworten. Wann ist der Kinostart des Films Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück? Die Antworten schickt ihr bitte unter dem Betreff Glücksrezepte an hectorsreise@pureonline.de. Diese Info ist hier eingeblendet und ihr findet sie natürlich auch in der Infobox. Ich drücke euch die Daumen. Falls ihr jedoch lieber andere Glücksrezepte zubereiten möchtet, zum Beispiel ein Chakalaka oder auch Riesenglückskekse, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.